Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder was zum Basteln, ein Unboxing. Das habe ich schon ein bisschen früher gemacht. Und hier zeige ich euch dieses kleine Roboterfahrzeug. Gibt es den kompletten Bausatz bei Banggood. Und den habe ich mir hier zusammengebaut. Und den wollen wir uns mal gemeinsam angucken. So eine Platine, die mit einer WLAN-Kamera hier verbunden ist, Batterien. WLAN-Sender und unten drunter sind zwei Motoren dran. Das Ganze gibt es als Bausatz, den kann man halt programmieren. Beziehungsweise kann es über eine App steuern oder über ein PC-Programm. Bleibt dran, da seid gespannt. Bis gleich. Ja, hallo zusammen, hier nochmal das Kartönchen, das wir jetzt auspacken. So ist hier mal angeliefert worden, oben alles mit Styroporplatten geschützt. Und hier sind die WLAN-Kameras, die auf das Fahrzeug von drauf verbaut werden. Ich habe mir dann mal noch eine bestellt, weil die eine soll wohl eine höhere Auflösung haben. Hat sie auch, aber nur leicht. Nicht HD, sondern eben nur die 720er. Nicht 640, sondern 720. Ganz normale WLAN-Kamera. Die war ja drinnen schön in einem Karton verpackt. Jetzt holen wir hier noch einen Karton raus. Und hier hinten drin haben wir noch das Fahrzeug, das eigentliche Fahrzeug, was wir hier haben, wo das Ganze aufgebaut wird. Ihr könnt schon die zwei Motoren sehen, die hier dann oben mit der Platine verbunden werden, Plus und Minus. Und ja, wie so ein Panzerfahrzeug reagiert, wisst ihr ja, wenn alle Motoren alle beide gleich sind, fährt es geradeaus. Sobald es eines gedrosselt wird quasi dann das Fahrzeug eine Kurve fahren. Hier haben wir die ganzen USB-Anschlüsse und noch ein paar Kabelgedönse drin. Hier mal ein längeres USB-Kabel noch, wenn der, um ein Update zu machen am PC oder irgendwie. Hier nochmal die eigentlichen Platinen hier, die wir hier haben. Zwei Servos, die wir brauchen, um halt die WLAN-Kamera über so ein Gestell zu bewegen. So eine Servohalterung. Und hier das Ladegerät und nochmal der Akku. Ja, das Ladegerät hat nur natürlich keinen europäischen Anschluss. Und da muss man ein bisschen improvisieren. Ja, so muss mal die Platine einfach raus. Ich lege es einfach schön mal hin zum Sortieren. Hier kann man sehen, USB-Anschlüsse. Hier verschiedene Listerklemmen, wo man das einklemmen kann. Die Servos anstecken kann. Ja, wird sehr spannend werden. Hinten nochmal die Anschlüsse für die Batterie. Und hier nochmal das WLAN-Sendemodul. Hier habe ich noch so diverse Kabel. Hier die LEDs, die ich vorne für die Fahrzeugbeleuchtung montiere. Und hier ja, die ganze Mechanik für die WLAN-Kamera, damit ich hier auch nein, nicht ganz 360 Grad, 180 Grad drehen kann, auch nach oben nochmal schwenken kann. Und hier habe ich auch nochmal diverse Kabel und Anschluss. Stecker und USB-Kabel, um halt diverse Sachen zu verbinden. Wie gesagt, muss man es dann einzeln angucken. Hier habe ich noch die ganzen Schrauben, wenn ich die Platinen dann oben drauf auf das Fahrzeug dann festschrauben kann. Kommt dann da oben drauf hier. Und hier habe ich noch einen Schraubendreher mit dabei. Und ich habe mir so ein kleines Kästchen geholt, wo ich dann die ganzen Schrauben da erstmal reinpacken kann, damit die mir nicht verloren gehen halt. Dann ist es auch noch schon schade, wenn da sowas fehlt und ich kann nicht weiterarbeiten.
Hier sind noch ein paar Stützen mit dabei, so Abstandshalter wie Eisenteile. Und ja, ich bin ja gerade am Überlegen mit dem Akku, das wird wahrscheinlich ja nicht funktionieren, den hier zu laden. Aber mir fällt gerade ein, ich habe hier noch einen ähnlichen Anschluss. Ja, das kommt dann hier drauf. Wie gesagt, es gibt halt leider keine Anleitung mehr dazu. Ich bin dann eben auf die Webseite gegangen, da kann man es sehr gut sehen und habe dann halt das Ganze dann montiert. Jetzt hier die Abstandshalter montiert aus Kunststoff, die dann unten dagegen geschraubt. Und hier habe ich die Schrauben mit dabei. Mal sehen, wird quasi eine Platine, die Schraube in die Platine reingesteckt und dann unten mit dem Kunststoffpin dann festgeschraubt. Das ist ein bisschen Fummel, aber das ist machbar halt. Und dann unten ragt einfach der Kunststoffstift durch die Metallplatte und wird unten mit einer Schraube dann oder Mutter festgeschraubt. So ist korrekt dann. Ja, es hat ein bisschen gedauert, genau. Jetzt hier einfach der Kunststoffpin festgeschraubt und ist eine prima Sache. Jetzt mache ich mit allen vier Löchern. Ich habe quasi vier Löcher, die ich hier nehmen muss. So, jetzt habe ich hier die vier Pins festgemacht, stecke die so unten drauf und schraube die dann mit den dazugehörigen Muttern fest. Stelle es mal auf den Kopf, dann kann man jetzt schlecht sehen hier. Dann schraube die dann hier einfach fest. Und damit das dann hält schön. So, jetzt gehe ich bei dem Sendemodul genauso vor. Ich hatte erst gedacht, ich hätte nur drei Pins, aber dann, den hatte ich dann zuletzt noch gefunden gehabt. Und es passt auch in das Langloch da rein. Schraub die ganze Sache da rein hier und kann hier die ganze Antenne hier prima montieren. Ein kleiner Nachteil fand ich jetzt beim Montieren dann oder am Ende dann, dass die WLAN-Kamera zur Seite eben reingesteckt wird und dass das Kabel schon ein bisschen eng wird. Wenn es sich dann schwenkt, kann es ein bisschen knapp werden. So, Highlight ist jetzt hier natürlich die Ansteuerung, die Servoeinheit oder wie ich es gleich nennen soll, für die WLAN-Kamera. Und da habe ich echt ein bisschen gebraucht. Habe es natürlich erstmal falsch montiert, wie ich hier die ganze Sache montieren muss. Und hier diese Teile passen schon mal zusammen. Das heißt, sie müsste irgendwie ein Servo dann reingeschoben werden. Die Servos sind halt mit dabei, sind so 9 Gramm Servos. Und ja, habe ich natürlich falsch montiert. Der kommt natürlich gerade unten rein. Genau, das ist nämlich die Platine, deswegen die am Boden festgemacht wird. Und da dreht sich dann die Kamera hin und her um 300, na, 180 Grad würde ich mal sagen. So sieht es aus. Der Servo zeigt nach unten und bewegt sich das hin. Ja, hier schraube ich nochmal schön fest alles mit den dazugehörigen Schrauben. Und dann wird der Servo eingesteckt und dann von unten nochmal fest verschraubt. Und da hat genug Power, die ganze Einheit hier zu halten. Ihr könnt euch das schön sehen, wie. Hier haben wir die ganze Sache fertig montiert. Und hier oben kommt dann die WLAN-Kamera drauf, hier mit eben die Kamera nicken kann. Das ist quasi das obere Teil. Hier wird der Servo eingehängt, der ist quasi fest verbunden mit dem oberen Teil und bewegt dann die Platte eben halt von horizontal quasi nach oben und nach unten, dass die Kamera nicken kann. Hier habe ich schon komplett eingebaut und verschraube ich dann schön noch zusammen hier, damit das hält, das Ganze und dann kommen links und rechts wird das in die Gelenke da eingeklickt und die Kamera selber wurde noch verschraubt.
genau. Ich kann das genau sehen, wie es ausschaut. Hier reingeklickt und fertig ist die Labe. Wie gesagt, die andere Kamera, die ich dazu gekauft habe, die hat leider nicht so eine Mechanik dran und die kann ich da gar nicht so nutzen halt. Die Kamera macht 640x480 Auflösung. Das ist voll okay, die Qualität ist auch wirklich sehr gut. Und ja, es wird das Ganze hier montiert noch. Die Schräubchen sind natürlich ein bisschen kleiner. Und wird hier vorne drauf, haben wir schon die Löcher gebohrt. Alles sehr gut vorbereitet, da kann man wirklich nicht meckern. Und kann die ganze Sache hier montieren. Hier dann unten festgeschraubt. Und hier dreht sich die ganze Sache dann. Hier habe ich dann die Anschlusskabel, die ich oben an der Naphtha-Plantine dann montieren muss. Wie gesagt, auf der Webseite kann man das wunderbar sehen, wie die Anschlüsse sind, wo die Servos erst alles eingesteckt sind. Ja, die Lampen, die LEDs, die als Frontscheinwerfer hier montiert werden. Und die sind dann auch noch nicht angeschlossen. Und die müssen dann auch noch angeschlossen werden. Und da bin ich bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen. Das Licht kann dann auch angesteuert werden. Kabel ist wie gesagt mit dabei, wo man dann die Lampen dann anschließen kann. Ja, jetzt habe ich den Akku aufgeladen. Ich meine, das ist ein Nickel-Metall-Hybrid-Akku. Und habe den dann ganz einfach über das Kabel, das habe ich 1 Tag gehabt, aufgeladen. Hat auch kein Balancer-Stecker dran und nichts. Halt die 11,4 Volt eingestellt und 2200 Milliampere. Und habe einfach mal laden lassen. Ich habe es eingeschaltet schon und ja, es sendet wahrscheinlich jetzt ein Netzwerk aus, WLAN-Netzwerk aus. Hier noch ein USB-Kabel, um vielleicht ein Update auch für die Platine da zu machen. Hier die Motoren, die ragen die Kabel schon unten raus. Und wie gesagt, vorteilhaft wirklich die Kabel zu verzinnen, um einfach mehr Stabilität reinzubringen. Ich habe es einfach so reingesteckt. Es hat nicht funktioniert. Ich habe sie dann einfach verzinnt mit Löt, Zinn und dann hat das dann wirklich Ja, geklappt. kommen wir mal zur Montage. Wie gesagt, muss er sich die Webseite anschauen. Ich hatte keinerlei Bedienungsanleitung mit dazu gehabt. Ist gleich gespeichert hier. Und das war der Xiao R Dai GGF GFS Wi-Fi Wireless Video Control Smart Robot Tanker Kit for Audioni. Entschuldigung, wenn ich so scheiße aussprechen tue. Und ja, hier seht ihr noch drauf, sind noch ein paar Sachen installiert, ein Ultraschall-Sensor und unser Infrarot-Sensor, die sind hier in dem Modell nicht mit dabei. Genau, bei extra dazu gekauft werden. Ja, hier habe ich mir das halt angeguckt, hier auf dem Bild, wie es montiert ist. Hier kommen eben die Motorstecker rein, hier die Motoren angeschlossen. Hier die 2 Pins. Dann kommt hier an die Servos von der WLAN-Kamera angesteuert. Ja, hier habe ich dann die Kamera eingesteckt. Man merkt, wie gesagt, das letzte. Das ist ein bisschen vom Kabel her ein bisschen drängt halt. Die Antenne war dran, also relativ einfach gemacht. Also kann man nicht viel falsch machen. Und hier ist der Stecker, wo man seit allen ausschaltet. Hier muss ich nochmal über den USB das nochmal verbinden hier. Die WLAN-Kabel. Und dann hier wird einfach der Akku dann eingesteckt. Und den kann man auch nochmal unten dran festmachen. Soweit bin ich noch nicht. Hier unten habe ich noch so einen Schacht, wo ich eine reinschieben kann. Hier nochmal die Lampen muss ich auch einstellen. Ja, ich habe mich gefreut gehabt, dass ich vielleicht über Video das machen kann. So eine Art FPV-Geschichte. Hier nochmal die Sachen erwähnt. 12,12 Volt Lipo-Batterieset.
Und hier haben wir die Maße nochmal, hier das Modul, mal die Einzelheiten nochmal erklärt. Also das wird gebraucht zum Hochfahren. Hier nochmal die Ultraschall und das Ultraschallmodul, was extra gekauft werden muss. Und hier nochmal die Infrarotsensoren. Ja, hier kann man sehen, die Kontrollsoftware. Da muss man auf die Webseite drauf gehen. Und hier hat man schön nochmal erklärt, die ganzen Servos, die hier eingestellt werden, die ganzen Ports, hier wo das Ultrasonic-Modul angeschlossen wird, dann die Motoren, hier Cruising Left, Links, Karlampen, also die kann man wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen langsamer fahren lassen, weil ja der ruckelt schon sehr stark. Die Geschwindigkeit kann ich nicht genau regeln, aktuell wie mit dem Joystick halt. Hier nochmal der Stromanschluss, Schalter. Hier habe ich auch nochmal einen Pin, wo ich was montieren kann. Metallchasse hier nochmal die Software erklärt. Ich kann mit einer Maus quasi hin und her fahren und dann mir zeigen lassen, wo das Bild ist. Ja, mit dem Mobilfunk hat leider nicht geklappt mit dem Handy, weil das App ging nicht runterzuladen, muss ich da anmelden, beziehungsweise Windows hat gesagt, nee, lade ich euch nicht runter und ja, ist leider auch auf Chinesisch komplett. Die Software ist zum Glück auf Englisch. Da muss ich es auch gleich mal anschauen. Hier nochmal die WLAN-Kamera. Ich bin, wie gesagt, hin und her geswitcht hier auf der Webseite. Hab mal eben gerade geguckt, nochmal hier die Anleitung oder wie das hier aufgebaut ist, die Halterung für die Kamera, die sich bewegt hier. Die war das Schwierigste. 8 Kilo schafft das ganze Teil. Und ja. Nochmal das Zubehör, wie gesagt, die Dings hat eben halt gefehlt. Und ja, ich habe mal das runtergeladen. Hier haben wir auch nochmal einen Link drin, wo man drauf gehen muss. So war das, muss ich dann quasi bei der Firma anmelden muss, um eben alles runterzuladen. Gucke ich gerade eben. Ach so, ja, hier. Man kann hier eine CD downloaden, muss einen Code eingeben, einmal dann auch das Programm. Wie gesagt, klick hier. Ich habe jetzt kein WLAN drin hier. Hier seht ihr gerade schon, kommt das WLAN von dem Roboter hier. Und bis ich die richtige Sache runtergeladen habe, ich glaube, hat man die CD habe ich mal runtergeladen, hier muss man sowas eingeben. Und dann eben halt das Programm dann. Das Programm habe ich mir gleich runtergepackt, habe es mir hier drauf gepackt. Ja. Und dann geht die ganze Sache an, ist Chinesisch wieder. Gehe hier oben auf Language, auf Englisch. Und schon ist er dabei, gehe auf Control Mode, WLAN Mode, File, Roboter, macht er wieder nichts. Normalerweise kommt nämlich hier die Kamera. Ich muss natürlich schön hier reingehen noch, auf den Roboter drauf gehen, hier verbinden. So, jetzt seht ihr mein Chaos von meinem Zimmer. Peinlich. Bewegen normalerweise. Maus relativ. Funktioniert irgendwie immer noch nicht. Video Switch. Referenzlinie kann ich einfach einblenden hier. Ja, warum es wieder nicht geht. Ich mache nichts. Und man hat es gedauert, kann ich das Auto auch fahren. Ja, und das Fahren geht halt nur über eine Tastatur. Da macht jetzt momentan nichts, keine Ahnung warum. Ich muss einfach nochmal rausgehen. Und am Anfang kommt auch eine Meldung, nämlich, hier habt ihr schon das Live-Bild, kommt eine Meldung über die Tastaturbedienung. Da macht er nämlich immer nichts. Also über die Tastatur muss ich dann den Roboter dann fahren halt. Ja, wie gesagt, das App funktioniert leider nicht. Ich habe gehofft, auf Android ist was zu sehen. Ihr habt die Geschwindigkeit, die könnt ihr hier regeln.
Das heißt, dass ihr dann aktuell nicht so schnell fahrt, könnt ihr das dann noch regeln, dass die ganze Sache nicht so schnell ist. Stellt mal auf 40 halt. Ja, kann man verschiedene Sachen einstellen. Die Sensoren, die müssen, habe ich mal jetzt eingekauft. Da will ich aber noch einen zweiten kaufen. Hier ein Ultraschallsensor, wo dann quasi das Fahrzeug dann stoppt. Und hier kann ich sogar noch einen Roboterarm machen. Radar Panel. Kann ich auch irgendwie was machen. Radar Switch. Ich habe noch nicht gesehen, das Modul, also schon sehr, sehr interessant. Hier kann ich irgendwas definieren. Was steht raus? Ich mache da irgendwas. Dann kriege ich die ganze Sache nicht ausgemacht. Ja, wie gesagt, coole Sache finde ich. Ich muss halt immer irgendwie gucken, halt Reset-Servos. Normalerweise kann ich auch die Kamera hier mit der Maus bewegen, warum er das jetzt gerade wieder nicht macht. Kann ich leider auch nicht genau sagen. Dann bewegt sich das Ganze hier. Und ich muss komplett nochmal rausgehen hier. Jetzt hat was geknackt. Please choose control mode im Menü. Ob es jetzt funktioniert? Arbeitet man nicht mit meinem. So, hier hat er irgendwas gemacht. Ich fange an rumzuprobieren. Für euch ist das langweilig. Ist eben gerade mal 14 Minuten noch dazu gekommen. Ja, ich hoffe, vielleicht habt ihr noch Tipps dazu. Wie lange muss ich noch machen? Kann ich eben nochmal von unten zeigen hier. Die ganze Sache von unten aus. Ja, finde ich wirklich eine ganz spannende Sache. Ich habe mir auch noch ein paar Sensoren bestellt. Wie gesagt, mit dem Handy, das ist blöd. Ich finde es auch nicht, in Apple Store ist es auch nicht drin oder Android Store. Wo man die ganzen Apps kaufen kann, ist es nicht drin. Okay, ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig für euch. Und ja, ich finde es wirklich super spannende Sache hier, das Fahrzeug. Und dann kann ich es aus irgendwelchen Gründen nicht starten. Und es funktioniert alles. Ich kann die Kamera per Maus bewegen. Aber vielleicht mache ich dann noch ein Video, wenn ich es drauf habe. Okay, bis dahin. Ciao.